So, Speichern nicht vergessen. Speichern. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory. Was haben wir heute vor? Das, was da rechts an der Seite steht. Bio-Water Extractor. Aber zuerst, ich muss Dinge gestehen. Ich musste einmal ein bisschen kreativ werden. Dafür habe ich das alles wieder zurückgestellt. Das sieht alles gut aus. Das sieht alles gut aus. Das sieht gut aus. Wir haben hier den ganzen Spaß so schön im letzten Video aufgebaut. Und wer jetzt ganz genau hinguckt, der wird feststellen, dass dieser Splitter ein bisschen woanders steht. Ein bisschen weiter vorne und nicht mehr so in den da reinklippt. Das liegt daran, weil ich schön, wunderbar, fröhlich, wie ich war, nach dem Aufnehmen hingegangen bin, glücklich und zufrieden mit meiner Arbeit, auf Escape drückte, zurück zum Desktop, tschüss. Da fehlte was. Ein kleiner, unbedeutender Schritt, der sich da Speichern schimpft. Ich, blöder, depperter Ochse, hab gedacht, es ist eine gute Idee, ohne zu speichern, den ganzen Spaß zu beenden. Und durfte alles, was ihr euch im letzten Video angeguckt habt, nochmal machen. Gott sei Dank, also ich bin dann hingegangen, habe gesagt, hier no build cost und habe so lange auch den Strom laufen lassen mit no energy und fliegen und das komplette Programm. Die entsprechenden Meilensteine habe ich mir auch wieder geholt. Indem ich einfach gesagt habe, hier kostet nichts. Damit ich das auch irgendwie wieder in Ordnung kriege, weil es war ein bisschen doof. Ich war ein bisschen stinkig danach, aber das Ganze hat nur 20 Minuten gedauert. Naja, so. Genug gequasselt. Wir brauchen verstärkte Platten. Fangen wir damit an. Das heißt, wir brauchen Platten. Und wir, ach, ich kann doch nicht fliegen. Jetzt kann ich nicht mehr fliegen. Hm? Seht? Hier. Geht nicht. So. Mal einmal das. Und wir brauchen das. Damit sollten wir das Zeug hinkriegen. Dann machen wir uns mal eben die Platten. Ja, ja. So kann es gehen. Einmal nicht aufgepasst. Ich hoffe, ich denke da heute dran. Das wäre wunderbar. So, haben wir. Dann Kabel 105. Gucken wir mal, was wir da hinten drin haben. Ja, ja, und was ich auch noch gemacht habe, ich habe die Sachen ein bisschen weiter auseinandergezogen. Also die beiden standen ja vorne ganz nah beieinander. Dann habe ich gemerkt, wäre vielleicht clever, wenn man hier ein bisschen die abgreifen könnte. Deswegen, da passte nichts dazwischen. Also habe ich gesagt, ist egal, nehmen wir jetzt so. Was haben wir hier? Da haben wir diese Kupferbarren. Ich glaube, die brauchen wir auch. Deswegen sagen wir alle nehmen. Müsste, glaube ich, für die Copper Pipes sein, oder? Da reicht ein so ein Kollege. Dann 150 Kupferblech. Haben wir hier. Dann fehlen Zinnbleche. Mache ich Zinnbleche? Ich mache Zinnbleche. Unser Strom ist jetzt wieder ausgefallen. Das ist ja auch der Grund, warum wir das hier machen. Jetzt müssen wir einmal gucken, was brauchen wir denn für die Rotoren? Ja, aber so kann es gehen. So. Erstmal. Upp. Wieder angehen. Könnte, fällt mir ein, eigentlich noch einen solchen hier dran packen, ne? Oder zwei. Das wäre vielleicht auch ganz clever. Da will ich gar nicht rein. Wohin will ich eigentlich? Ich wollte nach vorne. Dahin wollte ich. So. Ja, als nächstes, das haben wir auf der Liste. Hier die Copper Pipes. Da, für die Copper Pipes. Dafür brauche ich die Dinger. Wäre viel cleverer gewesen, die zu nehmen. Weil die brauche ich dafür nicht.
Brauche ich auch dafür oben nicht. Oh, das war jetzt doof. Was brauche ich denn hierfür? Auch die Teile? Oh, das sollte nicht das Problem sein. Dann gucken wir nochmal eben hier. Copper Pipes. Da brauchen wir 2 Stück. Für 1 brauchen wir 45. Für, also brauchen wir 90. Für die Rotoren brauchen wir 4. Für einen brauchen wir 15. Das sind 60, also 150. 150 in den Äumeln. Ja, 150 von den Äumeln holen. Und nehmen uns direkt das andere mit. Holen wir uns die. Die sollten reichen. Ups. Und du hier hinten machst ja gerade den voll. So, damit sollten wir auskommen. Upp. So, dann schauen wir mal. Einmal die 45. Wofür habe ich denn die Konstruktoren noch aufgestellt, darauf gepackt? Die Liste. Na. Ach so, genau. Die waren ja, weil ich sowieso welche brauchte. Blei. Nicht Zinn. Ach ja. Das könnte so einfach sein, wenn man richtig liest. An einem mehrere Wege ersparen. So, das haben wir. Und dann lassen wir die eben durchlaufen. Was brauchen wir für Rohre? Und was müssen wir damit überhaupt machen? Ich habe da noch gar keine Ahnung von. Okay, wir brauchen auf jeden Fall jede Menge davon. Das wird noch interessant. Wir gehen jetzt erstmal da hinten hin. Ich bin stur, Kollege. So. Das wird uns heute noch ein paar Mal passieren, weil dafür machen wir den Spaß ja jetzt hier. Da hüpfen wir drüber. Wir müssen nach da hinten. Im Moment stört mich das auch nicht so, wenn der Strom mal rausfliegt. Mein Gott, dann ist das halt so. Kriegen wir auch wieder gehandelt. Hauptsache, wir kriegen das am Ende vernünftig hin, haben das hier schön in unser Stromnetz integriert. Das wird auch nochmal interessant. Aber dann könnten wir vielleicht nochmal Windturbinen bis dahin setzen von der da vorne. Die müssten nämlich am Ende sein. Ziehen wir einfach rüber und dann können wir das... Was haben wir denn hier? Müssen wir eh wegsprengen, haben wir nicht. Okay. Ich lasse mich nur ein bisschen ablenken. Ne? Wir hatten hier Biowasser gesagt. Moment, was bist du hier? Jar of Dirt. Ich hab ein Glas voll Dreck. Ich hab ein Glas voll Dreck. Heieiei. Die sind's nicht, die sind's.
Da ist mir der Strom wieder. Immer wieder die Sicherung ist durchgebrannt. Nerven euch die Viecher auch immer so? Nee, die brauchen wir nicht. Biowater Extractor. Die Richtung, die du mir angibst, gefällt mir. Die Richtung gefällt mir nicht. Ja. Jetzt gefällt mir die Richtung, die du angibst. Und du hier drüben. Ach, da bist du. Hast du gerade den Moonwalk? So. Okay. Die Dinger brauchen Strom. Schlecht. Na, kommt Biological Water raus. Jetzt müssen wir herausfinden, was wir damit machen. Weil irgendwie können wir daraus ja... müssen wir das Zeug hier benutzen, um daraus wiederum... Das wäre natürlich clever, wenn ich das hätte vorher mir angeguckt, ne? Das wäre... wirklich, wirklich clever gewesen, hätte ich mir das vorher angeguckt. Zwei. Wir brauchen von hier aus. So. Jetzt war das Problem, uns fehlt Draht. Okay. Also das hätten wir. Dann gehen wir jetzt mal hin. Keine Ahnung von dem Teil. Warte mal, wir haben noch einen Codex. Gebäude. Da finden wir bestimmt tolle Informationen über den Fluid Conditioner. Ich befürchte, dass uns das kein bisschen hilft, was ich gerade tue. Aber wir lernen ja noch. Wunderbar, es steht genau das gleiche da. As one output, but many products. The product depends on which liquid is being processed. Sorting systems are recommended. Sorting systems. Sorter. Das wird noch spannend. So. Wie kriegen wir das jetzt hin? Das war förmlich auf dem Weg, das musste ich mitnehmen. Das kann ich auch mitnehmen. So. Dann gehen wir jetzt hin. Ich nehme hier nochmal ein bisschen Holz mit. Ich kann auch gucken, ob ich von hier aus Stromleitung ziehe. Was macht denn wohl mehr Sinn? Von dem Kollegen da oben aus noch Windräder da hinten hinzuziehen. Was wird das wohl? Wir packen uns einfach nochmal 10 Stück dazu. Und dann gucken wir uns den Spaß da hinten an. Also im Moment. Ich glaube, das A hilft uns das so ein bisschen zum Puffern. Ich würde aber gerne auch noch mal 2 davon bauen. Das heißt, wir ziehen jetzt erstmal das, was wir hier haben, durch. Dann mit dem, wir müssen dran denken, Draht mitzunehmen. Draht haben wir. Draht machen wir auch automatisch. Und daraus machen wir wiederum Kabel. Also alles gut. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Draht müsste da drin sein. Nein. Draht ist da drin.
logischerweise. Es war 4. Das hilft mir nicht sonderlich. Wir müssen uns Kupfer mitnehmen. Und uns Kupferstangen wieder dran. Haben wir noch irgendwo Kupferstangen? Nein. Ja, Draht rausmachen. Was können wir denn? Spezial ist Quatsch. Raus. Werkbank. Oh, die könnten wir sogar. Wir versuchen das mal. Werkbank mit da hinten hinzunehmen. Dann brauchen wir zumindest nicht. Dann können wir dengeln und so. Das heißt, wir können uns ein paar Rohstoffe mitnehmen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so doof. Wir nehmen uns also ein bisschen von allem mit. Sag mal. Hier. Zinn haben wir. Zinn läuft von da unten. Wie sieht das hier aus? Machen wir da nicht. Dann nehmen wir das Zeug auch nochmal mit. So, dann können wir uns da hinten auch was bauen. Wahrscheinlich müssen wir trotzdem 7-mal hin und her rennen. Das ist mir aber gerade ein bisschen egal. Beton ist, glaube ich, auch eine gute Idee mitzunehmen. So. Oh. Nummer 10 davon. Einfach mal auf die Liste schreiben. So. Dafür haben wir das ja. Wir fangen an mit Platten. Haben wir definitiv genug. Stangen. Moment. Schrauben haben wir definitiv jetzt auch genug. Stangen sind auch genug. Iron Sheet haben wir noch nicht automatisiert. Ist ein Problem. Tinplates. Tinplates sind hin. Haben wir auch. Hier machen ist jetzt nicht so ein Problem. Was haben wir hier nochmal drin? Das war das, ja. Hey, hey, hey. So. Nehmen wir erstmal die 15 Rotoren. Machen wir nicht. Wahrscheinlich wird das auch viel zu viel sein, dass ich da 3 hinstellen will. Müssen wir nochmal gucken. Aber jetzt brauchen wir... Die müssen wir zur Not selber machen. Genau, dafür habe ich das Kupfer mitgenommen. Ja, dann schauen wir nochmal. 12. Jetzt fehlt es hier an dem Zeug. Gucken wir mal. Wir können jetzt wieder 6 Stück reicht. Da haben wir die 15. Jetzt fehlt uns schon wieder Blei. Nö, nicht das Problem. Hauptsache. Falsch. Noch falsch. Ebenfalls falsch. Ja, so, haben wir genug. Die 20 Eisenplatten, dann sind wir schnell, also die Cheats, und dann sind wahrscheinlich die Eisenplatten, die wir dabei haben, zu wenig.
Okay. Wir haben das hier. Wo hätten wir... Wir haben da hinten einen Ausgang. Das heißt, wir könnten einen da hinsetzen. Total bekloppt, aber wir könnten. Machen wir auch. Setzen einen. Nicht genügend Freiraum. Da ist hier aber genügend Freiraum. Und... So. Das ist nicht so clever, wie ich gedacht habe. So, damit bist du schon mal im Netz. Dann lassen wir das Ganze auch mal wieder laufen. Müssen halt gucken, dass wir die Kurve wieder weiter oben halten. Wir brauchen definitiv noch ein bisschen... Also hier das Zeug müssen wir definitiv jetzt abknapsen. Logistik. Splitter. Und dann von da aus bitte da rein. Und dann kannst du nämlich... konnte man die Daisy Chain? Nein, konnte man nicht. Aber du... Du bist angeschlossen. So, das heißt, auch du läufst jetzt. 4 pro Minute machst du. Wie viel? Wir kamen hier noch mal raus. 60 pro Minute. 4, 8, 12. 12, 16. Nein, 16. 16 ist das schon mal gut. So, dann haben wir das. Dann können wir mal hingehen und sagen, Strom, wir setzen uns das mal auf die 6. Das war die 5. Auf die 6, weil auf die 5 gehört das Fundament. So, dann peilen wir den da drüben jetzt an und ziehen uns von da aus den Strom näher hinten ran. Aber wir gehen hier wunderbar drumherum. Müssen wir den anfangen? Ach komm. Ja, ist ja gut. Das ist ein bisschen Strahlung hat noch nie jemand umgebracht. Schwierig. So. Du kommst hier hin. Du bekommst ein Kabel und gehst da dran. Ich hoffe, ich habe genug Kabel mitgenommen. Ach, das kriegen wir irgendwie hin. So, wo sind die Dinger? Da sind die Dinger. Packen wir uns mal ein bisschen hier ins Wasser ran, ne? Dann ist das auch ein bisschen schöner. Hat diese... Das Ding das hier auch ein bisschen gemütlicher. Und dann nochmal... Auf die andere Seite vom Wasser. Und wir sind da. So. Und von da aus wird ein Kabel gezogen. Das setzen wir hier hin. Geht da dran. Dann haben wir das schon mal. Jetzt brauchen wir... Quatsch. Produktion. Da war das. Den Kollegen hier. Ich setze ihn jetzt mal vor den einen hier.
So. Das ist die Frage. Das ist nicht viel. Wir brauchen 7. Wir brauchen 7. Wir können gerade 7. 7 gefällt mir. So, jetzt wollen wir erstmal herausfinden, wie das funktioniert. Du pumpst jetzt fleißig. Ziehst dir auch ordentlich was raus? Das ist die Frage. Was machst du daraus? No power, no fluid. Zickig, aber okay. Sag mal. Bisschen wenig Draht, den ich machen kann. Schön können, ich habe mehr Kupfer mitgenommen. Ach, nix. Da dran. So, wir können Biomasse machen. Fluid Conditioner Waste Byproducts. Insert Filter. Insert Filter. Ich möchte Biomasse machen. Ich möchte feste Biomasse machen, aber dann brauche ich offensichtlich noch was Korn dazu. Nee. Fluid Conditioner Filtration Medium. Module connected. Flüssigkeitsspeicher. Das will ich haben. Okay, einer kann 2 bedienen, weil da kommen 60 raus. Ich muss auch noch Wasser mit reinschmeißen. Hä? Aber, oder nee, Wasser kommt raus. Würde ich behaupten. Also. Einmal 30 pro Minute. So. Set Filter. Insert Filter. Muss ich dafür irgendwie ein Modul connecten? Hier unten ist halt noch sowas. Muss ich hier noch irgendwas anschließen? Irgendwas zubauen? Production. Fluid Conditioner. Wände ist es nicht. Da ist nichts. Transport. Da ist ein Elevator. Da ist nichts. Biomass Heater. Oder muss ich das da reinmachen?
Ich nehme an, dass das da drauf muss. Okay. Was fehlt jetzt? Okay. Hier davon und die haben wir und dann brauchen wir Copper Pipes, dafür brauchen wir die. Nicht, dass ich das da reinschmeißen muss, ne? Also müssen wir jetzt erstmal herausfinden. Offline Temperature. Fluid Gas Buffer. Particle Sound, okay. Ja. Quatsch. Logistik. Natürlich müssen es mindestens 3 sein. Das ist interessant. Das ist definitiv interessant. Passt das überhaupt, dass das hier rein muss? Hat keinen Strom. Hat aber auch keinen Stromanschluss. Boiler not attached. Sag mal, Kollege. Warum lachst du mich aus? Also wirklich, ich kann es ein bisschen verstehen. Ja, hat ja recht. Biomassite? Muss da jetzt ein Boiler drauf? Da muss jetzt ein Boiler drauf. Okay, das sind alles Materialien, die ich dabei habe, die ich herstellen kann. Ich verstehe den hier immer noch nicht. Ich soll irgendeinen Filter da reinschmeißen? Muss ich jetzt Crushed Stone da reinschmeißen oder was? Kann ich doch hier... Nee. Hier raus machen, oder? Okay. Ups. Crushed Stone. Nicht den jetzt. Insert Filter. Also wenn hier jetzt Wasser rauskommt, okay. Oder Wasser hochkommt. Gut. Ist in Ordnung. Aber offensichtlich, ich schmeiß biologisches Wasser rein. Muss ich das hier hin? Nein. Do you really want to open this website? Nope. Module connected. Fangen wir an damit. 30 hoch da, bum, bum. Haben wir. Haben wir.
ziehen wir die einmal durch. Euler. Euler muss so rum, ich kann den nicht drehen. Euler muss so rum, ich kann den nicht drehen. Warum kann ich den nicht drehen? Ist das hier vorne ein Ausgang, nicht der Button? Weil er hätte das doch... Warte mal. Das geht raus. Das geht raus. Das ist ein Ausgang. Okay. Das ist ein Ausgang. Cool. Dann haben wir das schon mal... schon mal Quatsch, was ich hier gemacht habe. Da kommt Flüssigkeit raus. Oder Dampf oder was auch immer. Was muss ich hier machen, verdammt? Insert Filter. Ich kann hier nichts anklicken. Ich habe hier auch keine... Ich kann Biomasse nicht reinschmeißen. An keine Stelle. Hier kann ich nichts anklicken. Hier kann ich nichts anklicken. Ich kann nicht scrollen. Ich kann hier nichts anklicken. Da ist ein Flüssigkeitsspeicher. Wahrscheinlich... Überschusswasser. Ich kann... Egal, was ich hier anklicke, passiert nichts. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wie dämlich ich bin. Könnte helfen. Oh, ich könnte schon... Noch ein anderes Ding. Da kommt Wasser raus. Also ich gehe davon aus, dass ich da Wasser reinschmeißen muss. Hm? Ist hier alles nur experimentell? Heater attached. Fluid Gas Buffer. Okay. Hier muss... Der ist offline. Okay. Das heißt wahrscheinlich, ich muss den irgendwie... Okay. Oh, die hätte ich Daisy chainen können. Die hätte ich Daisy chainen können. Ich mag Daisy Chains. Ich nutze gerne Daisy Chains. Also tun wir das. Das ist meiner Meinung nach auch viel realistischer als das, was unser Spiel eigentlich vorgibt. Und da geht das Telefon. Ein kleiner Moment. So, da sind wir wieder. Ich habe keine Ahnung, was ich... Sag mal, bleib da. Muss ich hier hinten? Ja, wie mache ich das denn jetzt? Sagen wir mal hier drüben hin. Wenn ich das Zeug da reinschmeiße. Ah.
Aquarello bringt mir doch noch gar nichts. Ich habe ja noch keine intelligenten Splitter. Okay, Wasser könnte ich jetzt wieder da benutzen, aber... Okay, das ist definitiv nicht das, was ich haben will. Okay. Immerhin, ich habe diesen Eingang, den habe ich vorhin vollkommen übersehen, den hier. Hat man auch gar nicht gemerkt, glaube ich. Gut. Das ist ein Problem, das kann man lösen. Ne? Wir haben ja hier bestimmt irgendwo Quatsch. Hier, was weiß ich, irgendwas davon kann ich ja nutzen, um je nachdem, hier ist irgendein Erz, ist hier, da vorne ist zum Beispiel irgendwas. Kann man denn da? Da dürfte Kalkstein, also eigentlich müsste das Kalkstein sein. Ja, Rubite Ore. Rubite können, also ne, abbauen, umwandeln, da reinschmeißen, ist nicht das Problem. Wie viel Wasser braucht der hier eigentlich? Schade, steht hier nicht dran. Nein, oh doch. Nein, auch. Oder? Da steht nicht dran, wie viel pro Minute. Der geht aber nicht hin. Zehn. Die machen wir noch. Okay. Also das, was ich hier vorhatte, wird nicht funktionieren, weil mir fehlt einfach der richtige Apparillo. Beziehungsweise, wir müssen jetzt gleich nochmal nach vorne laufen und gucken, ob ich irgendwie das Ding freischalten kann. Ich bin natürlich jetzt genau falsch rum hier, aber mein Gott. Im Zweifel, also, wenn das passiert, was... Strom. Biomass Heater. Warum? Warum kann ich den nicht drehen? So möchte ich den haben. Bup. Das heißt, ich muss auf diese Plattform nehmen. Woran erkenne ich den jetzt so vorne und hinten? Ah, an dem Fall. Boiler-Plattform. Gehen wir hier hin. Hier ist ein Pfeil. Guck mal. Du möchtest schön aufs Wasser gucken. Dann kommt der Eater drauf. Der kriegt hier hinten Zeug rein. Und es kommt der oben drauf. Der kriegt da oben das rein. Wenn ich dem jetzt sage, du bekommst... Quatsch. Von hier nach da. Flüssigkeit. So. Jetzt läuft da oben Flüssigkeit rein. Hoffe ich. Nichts. Ich überlege noch, ne? Das vielleicht funktioniert. Relevante Gegenstände, weil das wird mir hier oben angezeigt. Das heißt, ich kann garantiert hier Glas reinschmeißen. Carbon Dioxide kommt vorne raus.
Burn Percentage. Temperatur steigt. Okay. Also der macht irgendwas. Das ist schon mal ganz gut. Was macht der da oben? Der hat keine Flüssigkeit. Das bedeutet, dem fehlt Flüssigkeit. Ich mache da halt gerade ganz schön Quatsch, weil ich verbrenne einfach Zeug, was mir da ankommt. Aber was soll denn hier rein? So, wir haben einen Boiler gemacht. Ist der hier irgendwie. Nee, der ist auch eine Cooling-Plattform, würde ich behaupten, oder? Steam Cooling Tower? Ja, Cooling-Plattform. Kommt dann hier hin. Das könnte ein bisschen doof stehen. Dann kommt wahrscheinlich der da oben drauf. CO2-Chimney. Ha. Okay, oder der hier, Steam Cooling Tower. Ja, ist okay, dass ich da nicht genug von habe. Wird verwendet, um Gase in die Atmosphäre abzulassen. Kohlenstoffdioxid, Luft und giftige Luft, Methan. Und der hier wird verwendet, um Dampf in die Atmosphäre abzulassen. Das heißt, ich brauche zwei Cooling-Plattformen, weil ich nicht hingehen kann und die beiden übereinander stapeln, richtig? Okay. Ich habe gehofft, das macht es mir hier einfacher. Ja, ich könnte da jetzt ein Biomasse-Ding dran anschließen. Aber das ist halt vom Verbrennen her totaler Schwachsinn. Oder kriege ich hier noch einen hingesetzt? Erstmal weg. Das andere Zeug müssen wir uns noch mal genauer anschauen. So, dann geht das da rein. Jetzt müssen wir nur noch irgendwas finden. Also das heißt, wir müssen das abbauen, müssen einen Crusher dazwischen setzen. Okay, also für das da ist das ein bisschen wenig, ne? Es ist, also das Zeug sinnvoller anzulegen wäre ja in Beton. Den brauchen wir eher. Also okay, vielleicht muss ich mir doch nochmal das ein oder andere Tutorial dazu ausgucken und nachschauen. Also richtig toll ist das noch nicht, was ich hier mache. Mal eben, wo ich den, ob ich denn schon irgendeinen Meilenstein hätte, mit dem ich den
intelligenten Splitter bekomme, dann könnte man das wenigstens aufteilen und vernünftig bearbeiten, aber so wird man das nur verstopfen. Quatsch, hier muss ich hin. Aktive Meilensteine. Nein, Meilensteine. Wir haben. Erweiterte Sortierung. Aber alles, was ich hier sehe, ist. Da ist keine erweiterte Sortierung. Haben wir hier, da kommt der Shop. Schmelzmodul, Smelter Modular. Kann man einen Modular Miner machen? Okay. Das ist das. Sprungplattform. Und ich gehe davon aus, dass der Rest hier irgendwo in dem Bereich kommen wird. Das, was ich gerne hätte. Eine sehr enttäuschende Folge, wie ich finde. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass das Ding ein bisschen mehr mir hilft. Aber. Ich werde das noch herausfinden. Ja. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Ich mache jetzt noch ein Thumbnail da vorne von meiner Schande. Das Thumbnail of Shame. Ja. Damit macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.